Lunatic Night Show. Hey ho und herzlich willkommen zur Nautic Night Show, der Show von und mit Stormseeker, wo wir euch und uns auf das Album des Jahres vorbereiten. Ich bin euer Host Timothy und das ist mein Sidekick Olaf. Olaf, warum sind wir hier? Was machen wir so? Wir spielen Pirate Metal Musik und wir bringen nächstes Jahr ein Album raus. Und, nächstes Jahr also, krass. Da machen wir jetzt schon eine Show für. Wir bringen natürlich dieses Jahr ein Album raus. Geil. Und zwar am 28. April 2023. Das ist ja schon nächsten Monat. Der Wahnsinn. Und zu diesem Zweck haben wir euch... Oh, warte, diesen Monat. Ja. Und zu diesem Zweck haben wir euch einen bunten Strauß von Kuriositäten mitgebracht, die ihr rund um die Band heute bewundern dürft. Wie gesagt, wir bereiten euch und uns auf das Album des Jahres vor. Wir haben auch noch eine Tour. Am 28. ist der erste Tourtermin. Wir touren mit Mono Inc. durch ganz Deutschland. Also kommt vorbei, wenn ihr im deutschsprachigen Raum seid. Wir sehen uns on Tour. Für alle, die nicht im deutschsprachigen Raum sind, ihr müsst noch ein bisschen warten. Aber wir kommen zu euch. Mit der Weltherrschaft kommt auch die Welttour. Ticketlink in der Beschreibung. Genau. Gut, dass ich dich dabei habe. Wenn ihr euch fragt, warum hat der Junge seine Hände in den Haaren, hier ist der Trinkspruch der Woche. An einem Berg in einem Teiche schwamm einst eine Frauenleiche. Emma war's, die Obdachlose, ohne Hemd und ohne Hose. Und in ihrem Geschlechtskanal wand sich schon ein dicker Aal. Auch ihr Po war schon bemoost. Prost. So, das haben wir erledigt. Was jetzt? Perfekt. Ich würde sagen, wir beginnen den ganzen hier. Nee, das kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir beginnen das Ganze. Okay, wow. Ich würde sagen, wir beginnen das Ganze mit einem Blick in die Zukunft. Mit positiver Energie. Und die zeigt euch die Fabi. Willkommen zur nautischen Astrowoche, meine kleinen Seesternchen. Saturn steht, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, in den Fischen. Das wird eine stressige Woche, meine Freunde, besonders für das Sternzeichen Qualle. Wappnet euch, es wird hart. Und auch die Seenadel ist nicht verschont geblieben. Ich sehe etwas Böses. Poseidon hat mir geflüstert, dass alle, die das Album Nautic Force vorbestellen, 7 Jahre Glück in der Liebe haben werden. Da würde ich jetzt nicht zögern. Also, ich habe schon 3-mal bestellt. Ja, wollen wir sehen, ob ich noch... Gut haben es diese Woche allerdings die Seelachse. Ich sehe keine Fangnetze in eurer Zukunft. Vorher war es etwas nebelig. Doch nun sehe ich ganz klar. Ihr werdet vom Angelhaken verschont bleiben. Und für alle Regenbogenfische da draußen gilt natürlich Stay loud, stay proud. Danke, Fabi, das war sehr aufschlussreich. Ich fühle mich erleuchtet. Bist du mehr so Blowfish oder mehr Qualle, so als Sternzeichen? Ich weiß nicht, was ein Blowfish ist. Das ist Kugelfisch. Achso, Blowfish, eindeutig. Eindeutig Kugelfisch, okay. Bist du auch Qualle? Ich bin absolut Qualle. Ich bin auch zu einem ähnlichen Prozentteil aus Wasser, mindestens. Ja. Hab ähnlich viele Gefühle. Ich dachte, Jellyfish wäre aus Marmelade. Okay, wir beenden die Show an dieser Stelle. Schwierig. Okay, ja. Gehen wir zurück auf den Anfang. Damals, letztes Jahr, haben wir... Im November. Lang ist es her. Ein schönes Musikvideo. Wir dachten uns, November, schön minus 3 Grad. Erstmal Segelturn in Holland. Wir waren der letzte Segelturn auf dem Eiselmeer im letzten Jahr. Danach haben wir das Schiff abgetackelt, zusammengefaltet, in den Schrank geräumt und jetzt darf da niemand mehr mitfahren. Also jetzt schon wieder wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann es wieder losgeht. Aber wir wollen euch noch gar nicht zu viel verraten, denn jetzt kommt ein kleines Filmchen, wo ihr euch selber einen
Einblick verschaffen könnt, wie das denn so ausgesehen hat letztes Jahr. Zeit für Behind the Scenes. Wir sind hier I'm on a boat. Wir sind hier auf dem Schiff. Auf einem Segelschiff. Wir segeln gleich. Und wir wurden gerade angeleitet, wie man Knoten macht. Und wir werden jetzt auch ein bisschen mithelfen, wie wir ablegen. Der Knoten, den wir machen, heißt Fast. Ich habe heute gelernt, warum es Hold Fast heißt, beziehungsweise Make Fast. Oder Fasten Your Seatbelt. Genau das. Dieser Knoten funktioniert folgendermaßen. Man hat so diese zwei Pinöpelchen und dann führt man ein Seil in zwei Achten darum. So wurde es uns erklärt. Und am Ende macht man die Schlaufe andersrum, also eine 9. Und dann zieht man darum. Und dann ist es fest. Sehr gut. Also, folgendes hat sich der Holländer 1830 überlegt. Hier, dort und dort, war früher alles Wasser, Salzwasser. Also hier so rein, da, Salzwasser. Der clevere Holländer hat sich gedacht, okay, baue ich hier, da baue ich überall einen Damm und hier baue ich einen Damm. Und hat das komplette Gebiet trockengelegt, um mehr Häuser zu bauen. Yay! Dadurch ist dieser Bereich hier und dieser Bereich hier jetzt komplett Land. Und dann hat man hier nochmal so einen Damm gebaut und hier nochmal so einen Damm gebaut und sich dann entschieden, nee, jetzt haben wir genug Land. Die Sonne scheint, die Laune ist gut, wir liegen ziemlich gut in der Zeit, glaube ich. Also wir haben schon alle Segel, wie man sehen kann, gehisst in schwerer Handarbeit. Und die erste Performance von Timothy ist schon gedreht. Und jetzt lassen wir uns ein bisschen die Sonne auf die Haut brennen. Und später, wenn noch ein bisschen mehr Wind ist, machen wir noch ein bisschen mehr Szenen. Und dann wird das gut. Und Timo, was passiert jetzt? Das ist schwierig zu sagen. Erstmal ist jetzt Mittagspause. Mhm. Und ich finde es sehr angenehm, dass es so leise hier ist. Dadurch kann ich sehr leise reden. Ihr könnt mich trotzdem noch verstehen. Das wird gleich witzig, wenn wir Drums aufnehmen, weil dann stören wir einfach alles. Alles um uns herum. Ja, erstmal Mittagessen und dann machen wir noch ein paar Einzelshots. Und lassen die Drohne, glaube ich, auch nochmal fliegen. Mhm. Ich könnte einfach mein Leben hier verbringen, das wäre vollkommen fein für mich. Aber du bist doch schon ein richtiger Pirat. Ein richtiger, echter Pirat. Ein richtig echter Pirat, mhm, ja. Das ist wichtig. Tim hat seinen Spot auch schon gefunden. Tim hat absolut seinen Spot gefunden. Immer wenn ich Tim suche, gucke ich da hin und er ist da. Sitzt ja den ganzen Tag da. Ist schön. Einfach wunderbar. Nice, der geht nie wieder da weg. Ja. Wir besorgen Tim einfach nur diese Ecke da und dann kann er sich die zu Hause hinstellen. Aha, da sind die Halbtöne. Schön war's, Xovame. In dem Sinne, wie der Schwabe sagt. Nee, aber tatsächlich hat das einiges wieder hochgebracht. Ich wusste wirklich nicht mehr, ich hatte es nicht mehr in Erinnerung, dass es tatsächlich so still war, ne? Also es war wirklich einfach, wir waren auf diesem Schiff und es war halt einfach ruhig. Es war fucking Flaute. Es war Flaute. Gut. Ja, gut, okay, wenn man es jetzt irgendwie negativ ausdrücken will. Aber ich fand es ehrlicherweise ziemlich geil. Ja. Und man muss ehrlich sein, ich glaube nicht, dass wir das Schlagzeug aufgebaut hätten können, wenn tatsächlich Seegang gewesen wäre. Also, man sieht auch in dem Video, wenn ihr mal genau drauf achtet, sieht man zwischendurch einfach, also ganz am Anfang, finde ich, des Videos ist die See noch irgendwie ein bisschen aufgewühlt und so. Und man sieht, da ist ein bisschen Sturm im Haus und so. Sturm. Also Wind.
Sagen wir mal Wind. Wir hatten auf jeden Fall die Segel ein wenig Dinge getan. Da hat sich wenigstens was bewegt und später sieht man halt nur noch die spiegelglatte See und das war auf jeden Fall eher underwhelming, aber nichtsdestotrotz hat trotzdem richtig Bock gemacht. Ja, am Anfang mehr der Blowfish, am Ende mehr die Qualle. Oh. Perfekt. Was haben wir denn jetzt für die Leute noch? Oh ja, gute Frage. Ich muss auf die schlaue Liste gucken, ehrlicherweise. Moment. Ich sehe was. Hast du für eine Dory gesehen? Ich sehe was. Nautischer Bezug. Wie heißt sie nochmal? Das war ja gar nicht sie, sondern... Nein, ich weiß, wie heißt dieser Wal nochmal? Ich weiß nicht, wie dieser Wal heißt. Okay, egal. Wir gucken es nach, wird jetzt eingeblendet. Ja, dieser Wal. Diese Wal. Ja, ich sehe was in unserer Zukunft. Übrigens, und zwar, was ist dein Lieblingswal? Was ist mein Lieblingswal? Gute Frage. Mein Lieblingswal ist die Bundestagswahl. Okay. Als nächstes kommt ein wiederkehrendes Format, denn wir machen den Bums hier, habe ich ja gelernt, darf ich sagen. Wir machen das Format hier, Nautic Night Show, nämlich jeden Sonntag ab jetzt. Also schaltet ein auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr Bock habt, Sonntagabend für den deutschsprachigen Bereich. Wenn euch sehr langweilig ist. Wenn euch sehr langweilig ist und ihr uns einfach labern hören wollt und ab und zu mal ein paar lustige Sachen, wo ihr euch über Leute witzig machen könnt. Perfekt! Schaut auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Und es wird jede Woche ein Instrument der Woche geben. Und welches Instrument das diese Woche ist, wollen wir es verraten oder lassen wir die Leute im Dunkeln? Film ab fürs Instrument der Woche. Hi. Hi. Hi, unser Instrument der Woche ist diese Woche die Drehleier. Und wir dachten, Drehleier, ja, zeigen wir euch mal nicht. Na, dann mal los. Ne? Ja, die Drehleier ist ein Instrument, das seine Wurzeln im Mittelalter hat. Und das hat ein paar Besonderheiten und ein paar Feinheiten, die ganz interessant sind und die ihr vielleicht noch nicht von so nah gesehen habt. Erstmal wird die Drehleier mit einer Kurbel gespielt und die treibt dann dieses Rad hier an. Und das Rad streicht Saiten an, verschiedene Saiten mit verschiedenen Funktionen und fungiert quasi als unendlicher Bogen, wie bei einer Geige zum Beispiel, nur eben im Kreis. Die Melodiesaiten werden mit Hilfe von Tasten bedient. Wir können ja auch mal reinschauen. Und jede Saite oder jede Taste hat pro Saite ein Fähnchen, was die Saite verkürzt. Damit kann man Melodien spielen. Es ist meistens so, dass man immer nur eine Melodiesaite am Rad hat. Manchmal auch zwei, wenn man in Oktaven spielen möchte. Das sieht dann so aus. Das war die Melodiesaite, die kann ich jetzt hier vom Rad nehmen. Und dann gibt es hier unten noch Saiten, die sind ein bisschen dicker und die spielen nur einen Ton. Das kennt ihr vielleicht vom Dudelsack, da sind so Pfeifen, die oft über die Schulter gelegt sind und die spielen nur einen Basston. Das ist ein Bodun. Und dann haben wir hier oben noch die Schnarrsaiten. Die Schnarrsaiten spielen auch nur einen Ton, quasi wie ein Bodun. Aber wenn ich einen Impuls mit der Kurbel gebe, dann wird hier ein kleiner Schnarrsteg angesprochen. Das ist die Drehleier. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt das Instrument der Woche. Tschüss. So, ihr F***er. Okay. Freunde. So, ihr Freunde. Falls euch noch Fragen offen geblieben sind, schreibt sie uns unten in die Kommentare und wir beantworten gerne alles spätestens übernächste Woche, weil wir auch langsame Faultiere sind und alles Quallen. Quallen im Kopf. Es sollte so ein neuer Film von Til Schweiger sein. Quallen im Kopf. Könnte auch ein Song von Fersengold sein. Okay. Nicht? Hä?
Haben die nicht diesen, weiß Song? Ich nicht, keine Ahnung. Ich hab ne Qualle im Kopf und die spielt wie bekloppt Malalaika. Denn ich hab ne Qualle im Kopf und ich würd schnipsen, aber meine Hand ist geprellt. Deswegen mach ich das für dich. Ich hab ne Qualle im Kopf und die fliegt wie bekloppt. Ich hab ne Qualle im Kopf und Schluss. Musikalischer Beitrag von Olaf Abo. Applaus! Wir müssen schnell machen, der Akku ist was leer. Oh Gott, okay. Ja. Für alle Fragen, die ihr euch niemals gestellt habt und die ihr trotzdem erfahren werdet, kommt hier das flotte Fragenfeuer an Fabi. Flottes Fragenfeuer an Fabi. Und ab. 3, 2, 1. So. Fabi im flotten Fragenfeuer. Take 1. Oh, sag mal den Leuten Hallo, sag mal, was du hier machst. Hi, ja, ich bin heute im flotten Fragenfeuer und hoffe, dass ich nicht erschossen werde. Death Metal oder Black Metal? Black Metal. Open Air oder Club Gig? Open Air. Dein bester Kumpel lädt dich auf eine Mitbring-Party ein. Was hast du dabei? Butterbrot. Was würdest du eher? Nie wieder auftreten dürfen oder nie wieder Kaffee trinken? Also ich bin richtig kaffeesüchtig, ne? Aber ich glaube, der Kaffee zieht den Kürzeren an dieser Stelle. Überraschen. Ja. Wir spielen irgendwo in der Pampa und du musst den Tourbus fahren. Für welche alkoholfreie Variante entscheidest du dich? A. Radler, B. Cola Bier, C. Sekt O-Saft, D. Skinny Bitch. Oh, alkoholfreie Variante. Radler. Danke. Bitte. Richtig belastend, ey. Ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr, nachdem ihr die tiefsten Geheimnisse von Fabienne erfahren habt. Sind wir am Schluss dieser Show angekommen. Und bevor ihr die ganze YouTube-Leier um die Ohren kriegt mit abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, teilt das Video und so weiter und so fort, könnt ihr natürlich alles jetzt schon machen, wollen wir euch noch entlassen mit dem wichtigen Hinweis, dass wir ein Album rausbringen. Nautic Force am 28.04. Dass wir auf Tour gehen. Raven Black Tour mit Mono Inc. und Sons. Und zum allerletzten Abschluss hier für euch der Seemannsgarn der Woche. Don't waste time by walking straight, for you could go in curves today. Das war's von der Nautic Night Show. Abonniert unseren Kanal, kauft unseren Scheiß, bestellt unser Album vor und das Wichtigste, wir sehen uns nächste Woche, Sonntag. Bis dann. Bis dann. Ich weiß nicht, wie der Song geht, ey. Ich hab ne Qualle im Kopf und die spielt wie bekloppt Balalaika. Ich hab ne Qualle im Kopf und der ist alles völlig egal. Ich hab ne Qualle im Kopf und die spielt wie bekloppt Balalaika. Ich hab ne Qualle im Kopf. Im Kopf. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss.